So, guten Tag, meine Damen und Herren. Wir haben das letzte Mal ein völlig neues Thema, ein Thema völlig neuer Art für die AOD kennengelernt, nämlich, dass wir uns nicht Algorithmen und Datenstrukturen ansehen, sondern die algorithmischen Problemstellungen dahinter, was man daran aussagen kann, wie gut oder wie schlecht, mit wie gut oder mit wie schlechter Laufzeit man überhaupt hoffen kann, eine solche Problemstellung zu lösen. Diese Folie haben wir schon gesehen. Wir betrachten das Sortierproblem in allgemeiner Form, für die wir ein paar Algorithmen gesehen haben, nicht in der Form von Bucket Sort etwa, wo wir nur mit Strings und lexikografischem Vergleich umgehen können mit dem Algorithmus Bucket Sort, sondern mit dem allgemeinen Fall, dass wir nur so etwas wie Comparator Compare haben, um festzustellen, für zwei gegebene Elemente, ist das eine kleiner als das andere, ist das eine größer als das andere oder sind die beiden gleich? Das ist Sortieren im paarweisen Vergleich. Das Beste, was wir gesehen haben, war n log n. Und was ich Ihnen jetzt heute nahebringen möchte, ist die allgemein bekannte Aussage aus der theoretischen Informatik, dass das auch die allerbeste Möglichkeit ist. Das heißt also, etwas asymptotisch Besseres als Merge Sort ist schlicht und einfach nicht möglich mit unserer Art von Rechenmodellen. Sicherlich Quantencomputer mögen, ich weiß es nicht genau, da mag es vielleicht dann besser gehen, sollte es jemals Quantencomputer geben. Aber solange wir nicht solche unschärfe Relationen, solche quantenmechanischen Effekte in unserem Rechenmodell mitnutzen, solange ist es vollkommen unmöglich, schneller als n log n zu sein. Und das schauen wir uns an. Wir haben hier schon ein paar erste Schritte getan beim letzten Mal. Zunächst einmal, wenn wir haben erstmal das grundsätzliche Problem, wir wollen eine Aussage über alle möglichen Algorithmen dieser Welt treffen, die wir natürlich alle nicht kennen. Wir kennen ein paar Algorithmen zum Sortieren, aber bei weitem natürlich nicht alles, was prinzipiell möglich ist. Das heißt also, es wird erstmal schwierig auf der einen Seite, darüber eine allgemeine Aussage zu treffen, wie gut solche Algorithmen überhaupt sein können. Auf der anderen Seite haben wir schon beim letzten Mal festgestellt, wir können uns das Leben an einzelnen Stellen einfacher machen, wenn wir untere Schranken berechnen. Zum Beispiel, das ist der erste Punkt hier, wir brauchen ja gar nicht sämtliche Operationen des Algorithmus zu betrachten, wie immer dieser Algorithmus aussehen mag. Es reicht, wenn wir uns anschauen, wie viele paarweise Vergleiche muss ein Algorithmus zwangsläufig durchführen, um jede mögliche Eingabe zu sortieren. Und wenn wir das schon mit n log n von unten her abschätzen können, dann wissen wir, jeder Algorithmus muss mindestens n log n asymptotische Komplexität haben. Wir haben auch gesehen, wir können es auch an dieser Stelle noch das Leben einfacher machen. Wir brauchen nicht, uns jede mögliche Eingabe zu betrachten. Es würde zum Beispiel reichen, uns die Permutationen, also nicht sämtliche Sequenzen der Länge n von irgendwelchen Datentypen mit irgendwelchen Werten, es reicht für die Sequenzlänge n uns einfach die Permutationen der Zahlen 1 bis n als Sequenzen zu betrachten. Wenn wir dafür schon n log n als untere Schranke haben, haben wir natürlich für alle möglichen Eingaben eines solchen Algorithmus n log n als untere Schranke. Und noch ein Punkt, da war ich dann stehen geblieben, dass wir brauchen uns gar nicht das Sortierproblem anzugucken, sondern im Sortierproblem selbst steckt noch ein anderes Problem drin, was man sozusagen dabei mit erledigen kann, nämlich für eine gegebene Sequenz festzustellen, für eine gegebene Permutation, für eine gegebene Umordnung der Zahlen 1 bis n, welche ist denn das? Das ergibt sich automatisch beim Sortieren. Wir könnten das mitprotokollieren, einfach noch ein paar Zeilen Code in den Sortieralgorithmus. Ich will versuchen, Ihnen das hier anhand von ein paar Skizzen zu erläutern, die zentral für den ganzen Beweis sind. Wenn Sie sich den Algorithmus Merge Sort beispielsweise ansehen und hier für irgendein n größer 4, dann
stellen Sie fest, dass der Algorithmus, wenn Sie sich jetzt nicht den Gesamtalgorithmus ansehen, mit den Hin- und Her-Kopieren und so weiter, sondern nur die paarweisen Vergleiche, die dieser Algorithmus leistet, dann stellen Sie fest, dass diese Vergleiche nach einem gewissen Muster, nach einem gewissen Schema abgehen. Was passiert bei dem Algorithmus Merge Sort? Erstmal zerlegt er die Sequenzen schrittweise immer weiter, immer weiter, immer weiter, bis er zu einelementigen Sequenzen kommt. Das ist die Abbruchbedingung. Und dann fängt er an, diese einelementigen Sequenzen wieder zu zweielementigen Sequenzen zusammenzufassen. Jeweils mit einem Vergleich, in welcher Reihenfolge. Er nimmt sich die ersten beiden einelementigen Teilsequenzen, das ist das erste Element, das zweite Element, A0, A1, und vergleicht die beiden. Ja, egal wie die Sequenz aussieht, das ist das Erste, was er macht. Und jetzt haben wir eine gewisse Information hier. Wir wissen an dieser Stelle, wenn A0 kleiner A1 ja ist, dann wissen wir, okay, A0 kleiner A1. Und auf der anderen Seite, wenn die Antwort nein ist, dann wissen wir, A1 ist kleiner A0. Es sind ja paarweise verschiedene Werte. Es ist ja eine Permutation. Wir haben uns von vornherein eingeschränkt auf Permutation. Das heißt, es gibt keine Duplikate. Entweder kleiner oder größer. So, dann macht Merge Sort das nächste, guckt sich die beiden nächsten einelementigen Teilsequenzen an, um die beiden zu einer zweielementigen Teilsequenz zusammenzufügen, vergleicht die beiden miteinander, in beiden Fällen, egal ob hier ja oder nein war, dasselbe, und dann kommt natürlich auch wieder ja, nein raus. Und dann wissen wir wieder mehr. Dann wissen wir hier beispielsweise, wenn zweimal die Antwort ja war, dann wissen wir, dass A0 kleiner A1 und A2 kleiner A3 ist. Und so weiter und so fort. Wir sammeln immer mehr Wissen im Laufe des Algorithmus darüber, wie die Sequenz eigentlich aus, die Eingabesequenz, Eingabepermutation eigentlich ausgesehen hat. Das wird natürlich hier wieder viel zu groß. Deshalb habe ich das jetzt nicht weiter hier auf diese Folie versucht zu bannen. Für n größer 4 ist das einfach zu groß. Deshalb habe ich nochmal n gleich 4 hier aufgeführt, immer noch Merge Sort, also Merge Sort auf einem sehr einfachen Fall. 4 Elemente zerlegen in 2 Zweier, zerlegen in 4 Einer und dann jeweils paarweise die Einer wieder zu Zweiern zusammengefügt und dann als nächstes die Zweier zusammengefügt zu einem Vierer. Bitte? Wir haben hier keine Duplikate, weil wir uns von vornherein beschränkt haben auf Permutationen. Wir haben hier keine Duplikate. Das ist so ein Punkt, wo wir uns das Leben einfacher gemacht haben und jetzt ergibt sich eine einfachere Situation dadurch, dass wir hier uns mit dem Fall Gleichheit von zwei Elementen nicht befassen müssen. Hier wieder, ganz oben, Merge Sort auseinanderdividiert, vier einelementige, die ersten beiden Elemente miteinander verglichen, ergibt ein Ja oder ein Nein. Und dann sehen Sie schon hier, das Ganze würde immer noch ausufern, selbst für n gleich 4 passt das nicht auf Folien nach Standardformat so richtig, jedenfalls nicht mit einer vernünftigen Schriftgröße. Deshalb gucken wir uns hier mehr oder weniger nur einen Zweig an. Das heißt, zwei Zweige gucken wir uns an, die erst hier hinten auseinandergehen. So, hier wieder. Jetzt wissen wir an dieser Stelle, dass A0 kleiner A1 sind. Wir sind ja im Ja-Zweig von dieser Frage und stellen jetzt die nächste Frage, ob A2 kleiner A3 ist. Die anderen beiden einelementigen Teilmengen, die wir jetzt zu einer zweielementigen Teilmenge zusammenfügen. Und wenn wir hier zum Beispiel im Nein-Teil sind, dann wissen wir eben diese beiden Informationen, dass A0 kleiner A1 ist, deshalb sind wir hierher gekommen, und dass A2 größer A3 ist, oder A3 kleiner A2. Jetzt stellen wir uns diese Frage wieder, und wenn hierauf die Antwort Nein lautet, dann wissen wir zum Beispiel das alles. Diese ganzen Informationen wissen wir und stellen jetzt im Bis jetzt sind wir ab hier auf der obersten Rekursionsstufe, wo wir wir haben
hier den Vergleich für die ersten beiden einelementigen Teilmengen, die wir dann zu einer zweielementigen Teilmenge zusammenfügen, gemacht. Hier haben wir den Vergleich für die anderen beiden. Jetzt sind wir an der Stelle, schon hier an dieser Stelle, wo wir jetzt anfangen, die beiden zweielementigen Teilmengen zu einer vierelementigen zusammenzufügen. Sie sehen, wir gucken uns, wie gesagt, nur die Vergleiche an. Alles andere, was da noch passiert, Zuweisungen, in den Listen irgendwas hin und her zu operieren, spielt keine Rolle für unsere Argumentation. So, wenn tatsächlich der Fall ist, dass A0 kleiner A1 ist und A3 kleiner A2, dann sind die ersten beiden Elemente A0 und A3 in den beiden Listen, also ist der erste Vergleich, den wir machen, ob A0 kleiner A3 ist. Zum Beispiel in dem Zweig Nein sind wir jetzt hier, wissen das, und vergleichen jetzt, wenn A0 kleiner A3 zu Nein geführt hat, dann heißt es, A3 wird in die Ergebnisliste gepackt und A0 wird jetzt mit dem nächsten noch übrig gebliebenen Element in der zweiten zweielementigen Liste verglichen, das ist A2. Werden die beiden miteinander verglichen? Da betrachte ich nur den Zweig, dass es mit Ja weitergeht. Wie gesagt, ist kein Platz da für alle weiteren. Und Sie sehen, so nach und nach wächst das Wissen hier. Hier ist jetzt die letzte Abfrage, die noch vorkommt in diesem Zweig, nämlich, dass die beiden größeren Elemente in den beiden zweielementigen Listen miteinander verglichen werden, um die beiden dann in die Gesamtergebnisliste in der richtigen Reihenfolge einzufügen. Hier habe ich jetzt die beiden Zweige miteinander verglichen, Ja- und Nein-Zweig, und Sie sehen, wir haben durch die Vergleiche, die wir gemacht haben, herausgekriegt, und das gilt natürlich nicht nur für die beiden Zweige, die ich hier aufgezeichnet habe, sondern für jeden anderen Zweig auch. Wir haben rausgekriegt, was die Permutation ist, in welcher Reihenfolge die Elemente tatsächlich gegeben sind. Dass A3 hier das größte Element war, A0 das zweitgrößte und so weiter in diesem Fall. Das ist der Punkt, den ich hier ansprechen wollte. Identifiziere die Input-Permutation. Wenn wir mit jedem Algorithmus, der sortiert, können wir automatisch, das fällt automatisch ab, wir müssen nur die beiden Zeilen Code einfügen, mit jedem Algorithmus, der sortiert, könnten wir auch gleichzeitig, so wie hier, sagen, aha, das war die Eingabepermutation, das ist die Reihenfolge der Elemente. Und das heißt also, wenn wir es zeigen können, dass die Identifikation der Permutation von unten beschränkt ist durch n log n, dann haben wir automatisch gezeigt, dass jeder Sortieralgorithmus mindestens n log n braucht. Denn jeder Sortieralgorithmus kann in Anführungszeichen missbraucht werden, um die Permutation zu identifizieren. So, das ist im Prinzip das Bild, was wir vor Augen haben sollten. Und wie sieht die Situation aus? Also Sie sehen, wenn der Algorithmus fortgeschritten ist, nach einer gewissen Anzahl von paarweisen Vergleichen, gibt es noch gewisse Permutationen, die noch möglich sind, die noch herauskommen können und andere nicht. Hier, also wenn wir zum Beispiel an dieser Stelle stehen, dann kann diese Permutation noch herauskommen oder diese Permutation, andere nicht mehr. Wenn wir hier an dieser Stelle stehen, dann können noch viele andere Permutationen rauskommen, aber nur die Permutationen, die bei denen A3 kleiner A0 kleiner A1 und A3 kleiner A2 ist. Nur die Permutationen können von hier aus hier drunter noch irgendwo sein. Also, in jedem dieser Knoten dieses Entscheidungsbaumes sind bestimmte Permutationen noch möglich, die am Ende herauskommen können, nämlich die, die konform sind mit dem, was wir bisher durch die paarweisen Vergleiche herausbekommen haben, und andere sind nicht mehr möglich, sind schon ausgeschlossen durch die Ergebnisse der paarweisen Vergleichen. Ganz am Anfang ist noch alles möglich. Ja? Hier, Sie sehen, hier wissen wir das und das, hier oben wissen wir noch gar nichts. Am Anfang, vor dem ersten Vergleich,
wissen wir gar nichts. Das heißt, da ist noch jede Permutation möglich, könnte noch rauskommen. Und nachdem wir den allerletzten Vergleich gemacht haben, haben wir nur noch die eine Permutation möglich. Das ist genau die Situation hier unten, den allerletzten Vergleich. Dann ist das hier, dann wissen wir ganz genau, ob es so aussieht oder so oder noch irgendwie anders aussieht. So, und wann immer wir einen Vergleich treffen mit Ja oder Nein, passiert irgendwas mit dem, was noch an Permutationen möglich ist und was nicht an Permutationen möglich ist. Das ist der Punkt hier übrigens, warum sowas wie Merge Sort so schnell ist, so relativ schnell, n log n, aber so Algorithmen wie Selection Sort und Bubble Sort so viel schlechter sind mit n Quadrat. Die machen, wenn Sie sich das mal genau ansehen, dafür finden Sie Beispiele sogar in den Folien zu den thematischen Kurzvideos, die machen viele redundante Vergleiche. Die machen viele Vergleiche, die eigentlich gar nicht mehr notwendig sind. Die eigentlich nicht notwendig sind, um zum Ergebnis zu kommen, beziehungsweise um die Permutation zu identifizieren. Teilweise immer wieder dieselben Vergleiche. Und da passiert natürlich nichts. Wenn ich einen Vergleich mache, der schon vorher mal gemacht worden ist, dann habe ich nur Zeit verschwendet. Aber wenn ich einen Algorithmus wie Merge Sort habe, der macht keine so redundanten Vergleiche. Können Sie sich genau ansehen, beziehungsweise können Sie hier sehen, jeder einzelne Vergleich ergibt neues Wissen. Im Gegensatz zu Bubble Sort und Selection Sort und Ähnlichem. Da ist es nicht bei jedem einzelnen Vergleich so. Jeder einzelne Vergleich gibt ein neues Stück Wissen. Das heißt also, es gibt wirklich, wenn Sie nach rechts und nach links schauen, gibt es eine Partitionierung in zwei Teile von allen möglichen Permutationen, die noch in Frage kommen. Also, wenn Sie wie bei Merge Sort nur nicht redundante Vergleiche haben, dann haben Sie in jedem Schritt eine Zerlegung in zwei der noch in Frage kommenden Partitionen in zwei Teile. Wichtig eben dieses Nicht-Redundanz. Und das ist, also redundante Vergleiche können wir vergessen. Die können ja nur die Laufzeit, die Anzahl der Vergleiche erhöhen. Also sind die nicht redundanten Vergleiche interessant. So, was wir dann haben, wenn wir hier nur die nicht redundanten Vergleiche aufnehmen in den Entscheidungsbaum. Bei Merge Sort sind das alle Vergleiche, da ist kein redundanter Vergleich dabei. Bei anderen Algorithmen sind redundante Vergleiche dabei, die nehmen wir nicht auf in diesen Baum, die vergessen wir einfach, streichen wir raus. Nur die redundanten Vergleiche, dann bekommen wir ein Bild, wo jedes Blatt 1 zu 1 eine Permutation ist. Für jede Permutation gibt es genau einen Weg durch diesen Entscheidungsbaum bis zu diesem Blatt. Und für jede Permutation gibt es so einen Weg. Und jeder Weg umgekehrt kommt bei einer solchen Permutation an. Wir haben eine 1 zu 1 Beziehung zwischen den Permutationen, die wir eingegeben haben könnten, und den Blättern des Baumes. Und das ist der entscheidende Punkt, denn die Blätter eines Baumes, die kann man abschätzen. In Abhängigkeit von der Höhe. So. Wieder hin. So. Wie viele Permutationen gibt es? Das kennen Sie vielleicht aus der Schule oder hier aus der Mathematik. Ich weiß nicht genau, wo Sie es überall gesehen haben. Aber die Anzahl von Permutationen ist n Fakultät. Also das können Sie sich ja leicht, falls es nicht klar ist, überlegen. Sie nehmen ein, für die erste Position haben Sie n Elemente zur Verfügung, die Sie an die erste Position packen. Dann haben Sie nochmal n-1 Elemente zur Verfügung für die zweite Position, n-2 Elemente für die dritte Position und so weiter. Und weil Sie das wahlfrei miteinander kombinieren können, multiplizieren Sie das. Gut. So, das heißt jetzt aber Folgendes. Gehen wir nochmal zurück auf die Baumstruktur. Hier, auch wenn die nur vielleicht hier auf diese Baumstruktur, hier wird es deutlicher sichtbar.
Jetzt kommt wieder unser Logarithmus ins Spiel. In jeder Höhe des Baumes verdoppelt sich die Anzahl der Knoten, bis sie irgendwo bei den Blättern hinkommen. Die Höhe muss nicht überall die gleiche sein, aber wenn Sie eine gewisse Anzahl von Blättern haben, dann haben Sie mindestens logarithmische Höhe. Das heißt also, wenn Sie N-Fakultät Permutation haben, haben Sie N-Fakultät Blätter und dann haben Sie mindestens Logarithmus von N-Fakultät Höhe. N-Fakultät Blätter ergibt Logarithmus von N-Fakultät Höhe des Baumes, mindestens. Kann auch noch höher sein, wie bei Bubble Sort und Selection Sort. Aber so viel mindestens. So, eigentlich sind wir jetzt von der Argumentation her fertig. Wir müssen nur noch diesen mathematischen Ausdruck Logarithmus von N-Fakultät auflösen, um zu unserem Ziel zu kommen. Wir müssen noch zeigen, dass wir auf der nächsten Folie, dass der Logarithmus von N-Fakultät gleich N log N asymptotisch ist. Mindestens N log N. So, N-Fakultät Permutation. Das wird jetzt nicht allzu dramatisch sein. Erster Schritt, Logarithmus von N-Fakultät, das, was wir auflösen wollen, habe ich jetzt erst einmal nochmal ausgeschrieben, was die Fakultät ist. Jetzt wende ich iteriert die Funktionalgleichung des Logarithmus an. Sie wissen, der Logarithmus eines Produktes ist gleich die Summe der Einzellogarithmen. Mehr habe ich an dieser Stelle nicht gemacht. So, hier wird es jetzt vielleicht ein bisschen spannender. Wie komme ich von hier nach hier runter? Ich habe hier Logarithmus 1 bis Logarithmus von n. Sie erinnern sich, bei asymptotischer Komplexität spielt die Basis des Logarithmus keine Rolle, deshalb lasse ich die hier wieder weg, weil alle Logarithmenfunktionen sich jeweils nur um konstanten Faktor voneinander unterscheiden. Das hatten wir bei der Einführung von asymptotischer Komplexität schon mal gesehen. So, was mache ich jetzt hier, um von hier nach hier zu kommen? Ich schneide erstmal ab. Ich betrachte nur die Hälfte dieser Summanden, nämlich die obere Hälfte, von Logarithmus n halbe ungefähr bis Logarithmus n. Ja, die untere Hälfte hier von Logarithmus 1 bis Logarithmus n halbe betrachte ich gar nicht. Die schneide ich ab und der Logarithmus ist eine monotone Funktion, monoton wachsend. Das heißt also, ich kann jeden dieser Werte Logarithmus n halbe bis Logarithmus n nach unten abschätzen durch Logarithmus n halbe. Weil die Argumente, wenn die Argumente n halbe bis n sind, dann sind die Logarithmen natürlich größer gleich Logarithmus n halbe wegen der Monotonie des Logarithmus. So, wie viele Elemente habe ich, wie viele Summanden habe ich hier noch gelassen? Naja, n halbe. Ich bekomme eine untere Schranke von n halbe mal Logarithmus von n halbe, wenn ich nur die zweite Hälfte aller Summanden abschätze, jeweils durch denselben Wert, Logarithmus n halbe, und so viele Werte habe ich drin gelassen, die Hälfte aller Werte. So, wir sind ja schon fast da. Anstatt n log n haben wir jetzt n halbe log n halbe. Und Sie sehen, es ist auch kein großer Akt mehr, um ganz ans Ende zu kommen. Wir können das Ganze auflösen. Hier, das ist erst, da wende ich jetzt wieder, was wende ich da an? Ich wende wieder die Funktionalgleichung des Logarithmus an. Der Logarithmus von n halbe ist der Logarithmus von n minus Logarithmus von 2. Und mit n halbe kriege ich für den ersten Summanden, also nein, für den Minuenden, kriege ich hier ein halb n log n heraus. Wenn ich hier den Logarithmus von n einsetze und wenn ich hier Logarithmus von 2 im Subtrahenden ansetze, dann habe ich mir jetzt die Arbeit einfach gemacht und habe diese ganzen konstanten Werte, die nicht mehr von n abhängen, habe ich hier in dieser Konstante zusammengefasst. Ein halb mal Logarithmus 2 müsste das hier sein.
So, und damit sind wir eigentlich fertig. Das ist ein Term minderer Ordnung, ist nur n, während wir einen Term höherer Ordnung haben, n log n. Wir haben gesehen, als es um die asymptotische Komplexität von Algorithmen ging, dass wir solche Terme minderer Ordnung, egal ob sie addiert oder subtrahiert werden, rausschmeißen können, dass nur der Term höherer Ordnung zählt und das ist genau n log n. Und damit haben wir diesen Beweisgang durchgeführt. Wir haben jetzt bewiesen durch Argumente und am Ende noch durch ein bisschen Rechnereien, dass es keinen Algorithmus auf der Welt gibt für das Sortieren mit paarweisen Vergleichen. Auf unseren heutigen Art, wie wir Computer verstehen, der schneller als n log n im Worst Case sein kann. Warum Worst Case? Wo kommt der Worst Case her? Hier durch dieses Maximal. Die Höhe des Baumes, ja, ich hatte ja gesagt, beim Merge Sort ist die Höhe des Baumes, kann die Höhe des Baumes durchaus unterschiedlich sein. Sie erinnern sich, beim Merge Sort, wenn Sie zwei Sequenzen zu einer größeren Sequenz zusammenfügen, dann kann es passieren, dass da eine Restsequenz einfach, dass der eine Laufpointer schon zu Ende ist in seiner Sequenz und der andere noch nicht, dann können wir die restlichen Elemente in dieser zweiten Sequenz einfach ohne noch weitere Vergleiche rüber kopieren in die Ergebnissequenz. Das heißt, auch beim Merge Sort kann es sein, dass die einzelnen Pfade von der Wurzel bis zu den einzelnen Blättern unterschiedlich hoch sind. Aber der maximale Pfad ist auf jeden Fall Logarithmus von n und der maximale Pfad, die maximale Anzahl Vergleiche ist eben der Worst Case. So, damit wäre dieses Thema soweit erledigt. Sortieren mit paarweisen Vergleichen, es sei denn, Sie haben da noch Fragen oder Anmerkungen dazu. Spontane. Bitte? Die Frage war, sortieren durch paarweise Vergleich, gibt es auch andere? Ja, hatte ich beim letzten Mal kurz erwähnt, Bucket Sort ist ein Beispiel. Bucket Sort funktioniert nicht so wie Quicksort, Merge Sort und so weiter, dass er als Parameter einen Comparator bekommt und Methode Compare aufruft, um paarweise zu vergleichen, sondern er schaut tiefer rein in die Struktur der Elemente, die er sortieren soll, kann deshalb aber eben nicht alles, kann eben nur Strings über beliebigen Alphabeten lexikografisch sortieren. Das ist ein Beispiel für Sortieren nicht auf Basis von paarweisen Vergleichen, sondern auf Basis von mehr Information über die zu sortierenden Elemente, was eben bedeutet, eben auch eingeschränkt auf bestimmte Arten von sortierenden Elementen. Ist Ihre Frage beantwortet? Okay. Weitere? Bitte? Sie meinen jetzt hier die letzte Zeile? Ach, die hier, wo wir auf n halbe log n halbe kommen. Was ich hier mache ist, ich habe ja hier n Summanden, ne? Gut, ich nehme mir nur die n halbe größeren, die rechte Hälfte. So, das sind also Logarithmus von n halbe bis Logarithmus von n. Nur die nehme ich. Wie viele sind das? N halbe viele. So viele sind das, so viele Summanden. Und jeden einzelnen dieser Summanden von log n halbe bis log n kann ich wegen der Monotonie des Logarithmus nach unten durch Logarithmus von n halbe abschätzen. Ja, anstatt n halbe Summanden aufzusummieren, summiere ich sozusagen n halbe mal den Logarithmus von n halbe auf und bekomme die Abschätzung nach unten. Ist Ihre Frage beantwortet? Okay. Noch weitere Fragen an dieser Stelle? Gut, dann war das jetzt hier die leichte Fingerübung. Jetzt geht's richtig zur Sache.
Was wir bisher in der AOD betrachtet haben, waren in gewisser Weise leichte Probleme, in dem Sinne, dass die asymptotische Komplexität eigentlich recht klein ist. Ja, wenn Sie sich nochmal angucken, die Graphenalgorithmen, die wir da hatten, da kommt dann nochmal ein Logarithmus da irgendwo rein, durch eine Priority Queue, oder bei Kruskal haben wir vorab die Kantenlängen sortiert, da kommt überall mal ein Logarithmus rein, aber abgesehen von diesem logarithmischen Faktor ist es praktisch sogar linear in der Anzahl der Knoten und Kanten gewesen. Und ähnliche Ergebnisse hatten wir bei allen anderen Algorithmen und Datenstrukturen auch. Also das Schlimmste, was wir mal gesehen hatten, war Bellman-Ford mit Anzahl der Knoten hoch 4. Ist nicht schön, aber ist immer noch sehr viel besser als das, womit wir uns jetzt befassen werden. Denn es gibt Problemstellungen, und zwar leider sehr, sehr viele und leider auch sehr, sehr viele praktisch relevante Problemstellungen, für die wir uns leider sicher sein können, dass wir keine so schönen, schnellen Algorithmen basteln können, wie für das Sortierproblem oder für kürzeste Pfade und so weiter, wo wir wissen, die sind inhärent schwer. Ich will Ihnen gleich von Anfang an sagen, was das pragmatisch heißt. Wir werden uns erarbeiten, was es von der Logik her heißt, was es mathematisch-logisch heißt. Aber was es pragmatisch heißt, ist Folgendes. Wenn ich so ein schweres Problem habe, nehmen wir vielleicht mal das allererste her. Das Handlungsreisenden-Problem ist eigentlich eine ganz einfach zu erklärende Sache. Sie haben gegeben ein paar Punkte in der Ebene, endlich viele, und was Sie wollen, ist eine Rundreise auf diesen Punkten finden mit möglichst geringer Gesamtlänge. Also Sie wollen einen geschlossenen Streckenzug, sodass Sie jeden Punkt genau einmal anlaufen. Sie können sich überlegen, wenn die Länge einer solchen Kante euklidische Distanz der Punkte ist, dass hier wegen dieser Stelle diese Lösung unmöglich optimal sein kann. Können Sie sich, wenn Sie wollen, überlegen. Hinweis: Dreiecksungleichung. Aber gut, ein sehr, sehr einfach zu erklärendes Problem können Sie wahrscheinlich einem 6-jährigen Kind erklären. Dieses Problem ist schwer in dem Sinne, für jeden Algorithmus, den es geben könnte, um dieses Problem zu lösen, optimale Rundtour zu finden, für jeden Algorithmus, egal ob die Menschheit ihn gefunden hat oder noch finden wird oder nicht, für jeden Algorithmus wird man Beispiele konstruieren können, die nicht allzu groß sind, vielleicht 50, 100 Knoten, und dieser Algorithmus wird auf diesen Beispielen länger laufen, als das Universum uns an Zeit zur Verfügung stellt. Und nicht nur dieses Universum, sondern auch das nächste Universum und auch die 2 hoch 2 hoch 2 nächsten Universen. Schlecht, ne? Also eine ziemliche Negativaussage. Obwohl das Problem eigentlich sehr einfach ist. Wir werden uns in diesem Foliensatz erarbeiten, was das alles eigentlich ganz konkret bedeutet. Im nächsten und letzten Foliensatz, wenn es um algorithmische Konzepte geht, werden wir dann verschiedene typische Herangehensweisen sehen, wie man an solche Probleme herangehen kann, obwohl es eigentlich so schlecht aussieht. Und ich fange erst einmal an mit einzelnen Problemen aus dieser ekligen Sorte. Und wie gesagt, die sind nur repräsentativ. Leider ist es so ziemlich alles, was einem in der freien Wildbahn an algorithmischen Problemstellungen entgegenkommt, ist leider von diesem schweren Typ. Ja? Wir haben eine gewisse Anzahl von einfachen Problemstellungen, sortieren, kürzeste Pfade und so weiter. Aber zum Beispiel, wenn Sie negative Kantenlängen zulassen, bei kürzesten Pfaden, und Sie haben negative Zügel drin, dann ist es schwer, in dem Moment ist es schwer, einen zügelfreien kürzesten Pfad
von A nach B zu finden. Schwer in diesem Sinne, wie ich es eben gesagt habe, für jeden Algorithmus gibt es kleine Beispiele, kann man kleine Beispiele konstruieren, auf denen sich der Algorithmus totrechnet. Noch ein paar, also das hier ist ein sehr praktisch relevantes Problem, taucht überall auf, wo es um Fertigung, industrielle Fertigung geht. Denken Sie an Roboterarm, der verschiedene Punkte auf einer Autokarosserie, auf der Fertigungsstraße anfährt und da Schweiß- oder Lötarbeiten, na gut, Lötarbeiten bei einem Autokarosserie nicht, aber Schweißarbeiten oder ähnliches ausführt. Der soll natürlich möglichst auf möglichst kurzen Wegen alle verschiedenen Schweißpunkte abfahren und dann wieder in die Ruheposition gehen, damit die Karosserien auf der Fertigungsstraße 1 weitergehen. Durch die Ruheposition ergibt sich ein geschlossener Streckenzug. Auch das nächste Problem ist praktisch sehr, sehr wichtig, taucht überall im wirtschaftlichen Bereich auf, bei industrieller Fertigung, Supply Chain Management und so weiter, aber nicht nur dort. So, denken Sie sich zum Beispiel, nur zur Illustration, denken Sie sich Sie haben ein Geschäft, also wie gesagt, nur zur Illustration, das Beispiel hat nicht den Anspruch, eine überzeugende Anwendung zu sein, wo man jetzt sagen würde, okay, so würde man das jetzt machen. Denken Sie sich, Sie haben einen Kleinlaster und haben einen Haufen Sachen, die Sie verkaufen wollen und wollen möglichst viele Sachen in Ihren Kleinlaster reinpacken, um damit zu einem Trödelbazar oder sowas zu fahren. Sowas in der Form. Passt aber nicht alles, was Sie haben, rein. Aus Gewichtsgründen passt das nicht alles rein. Alles, was Sie gerne verkaufen möchten, also was Sie gerne mitnehmen möchten in den Kleinlaster, um damit zum Bazar zu fahren und dort zu verkaufen, ist eigentlich viel zu viel. Passt nicht alles rein und Sie sind ein gesetzestreuer Bürger, der die zulässige Zuladung für Ihren kleinen Laster nicht überschreitet. Okay, ich sehe, es wird jetzt langsam unrealistisch, das Beispiel. So, Sie haben jetzt eine ganze Menge von Gütern, die Sie auf dem Flohmarkt vertickern möchten und haben die maximale Zuladung groß G. Jedes einzelne Element, was Sie vertickern möchten, hat ein Gewicht und einen Profit. Also Sie haben schon gute Vorstellungen davon, wie viel Geld Sie mit dem einen oder anderen Teil, was Sie einladen könnten, machen können. Ausgedrückt in dem Profit PI, in dieser einzelnen Zahl. Und das Gewicht GI dementsprechend. So, was wollen Sie? Sie wollen jetzt natürlich, wie gesagt, die Zuladung nicht überschreiten. So müssen Sie die Elemente auswählen, weil nicht alle mitpassen, nicht alle reinpassen, nicht alle können mitkommen. Aber was Sie wollen ist, dass der Gesamtprofit maximiert wird. Das heißt, die Summe der Gewichte von den Elementen, die Sie mitnehmen, darf nicht größer sein als die maximale Zuladung Ihres Kleinlasters. Und die Summe der Profite in Ihrer Auswahl. Sie wollen Ihre Auswahl so treffen, dass die Summe der Profite maximal wird. Dieses unscheinbare Problem ist genauso wieder schwer in diesem Sinne. Ich werde jetzt einfach mal den Begriff einführen. Das nennt man NP schwer. Wir werden darauf zurückkommen. Dieses unscheinbare, für die Praxis an vielen Stellen sehr, sehr wichtige Grundproblem ist NP schwer. Und natürlich erst recht die darauf aufbauenden komplexeren Probleme. Gehen wir nochmal zurück hierhin. In dieser Reihenform kommt das Problem vielleicht gar nicht so häufig vor. Aber es kommen noch zusätzliche Sachen. Zum Beispiel denken Sie an Pizza-Auslieferung oder so etwas, dass jeder einzelne Kunde in einem gewissen Zeitfenster beliefert werden soll. Ja, eine zusätzliche Bedingung, die die Lösungen einschränkt. Oder dass in bestimmter Reihenfolge müssen bestimmte Punkte angefahren werden sollen. Hier wird was abgeholt und wird dorthin gebracht. Dann muss natürlich die Reihenfolge so sein, dass der Laster erst hierhin fährt und danach hierhin fährt. Solche Sachen machen die Problemstellung natürlich erst recht noch schwerer.
Und hier beim Rucksackproblem ist es genauso. Also warum heißt es Rucksackproblem? Weil man sich vorstellt, man hat nicht einen Kleinlaster zur Verfügung, sondern nur so einen Rucksack. Da werden Sie sicherlich aus nachvollziehbaren Gründen die maximale Zuladung nicht überladen. Nicht aus Angst vor der Verkehrspolizei, sondern damit Sie sich keinen Bruch heben oder damit der Rucksack sich keinen Bruch hebt. Ja, eine weitere Problemstellung, die auch in dieser Kategorie der NP-schweren Problemstellungen ist, ist eine kleine Variation eines Problems, das wir schon kennen. Wir haben letztes Mal das minimale Spannbaumproblem kennengelernt, dass wir also einen Baum in einem Graphen, in einem ungerichteten Graphen, einen Baum konstruieren mit minimaler Gesamtlänge und alle Knoten sollen miteinander verknüpft werden, verbunden sein durch diesen Baum. Das ist eine Erweiterung des Minimalspannbaumproblems dahingehend, dass eine gewisse Knotenmenge, eine gewisse Menge der Knoten im Ausgangsgraphen, diese Knubbel hier, gegeben ist, Teil des Inputs ist. Zusätzlich zum Graphen und zu den Kantenlängen ist noch diese Teilmenge aller Knoten gegeben. Und wir sollen einen Baum konstruieren, der nur möglichst kurz ist, also die Summe der Kantenlängen möglichst klein ist. Aber es reicht, wenn diese gegebenen Knoten, diese Terminale miteinander verbunden sind. Ja? Diese Problemstellung taucht immer wieder auf, wenn es um Netzwerke geht, wenn es darum geht, also sei es Kommunikationsnetzwerke oder ähnliches, aber auch beispielsweise in Mikrochips, wenn Sie verschiedene Komponenten auf einem Gitter, der ja auch nichts anderes als ein ungerichteter Graph ist, miteinander, verschiedene Pins miteinander durch Drähte verbinden wollen und ähnliches. Ja, also es hat unzählige Anwendungen in der Reihenform, wie auch in darauf aufbauenden komplexeren Formen und ist wieder NP-schwer. Und zwar im Gegensatz zum Minimalspannbaumproblem. Was war nochmal der Unterschied? Minimalspannbaumproblem heißt, alle Knoten miteinander verknüpft werden durch den Baum. Steinerbaumproblem heißt, Minimalspannbaumproblem ist ein Spezialfall, nämlich der Spezialfall, dass alle Knoten ausgewählt sind, dass alle Knoten des Graphen solche Knubbel sind, die miteinander zu verbinden sind. Und das Minimalspannbaumproblem ist sehr effizient lösbar. Wieder bis auf logarithmischen Faktor linear in der Knoten- und Kantenzahl. Das Steinerbaumproblem ist NP-schwer. Diese kleine erscheinende Erweiterung sorgt dafür, dass aus einem effizient lösbaren Problem ein NP-schweres Problem wird. Das hat etwas damit zu tun, mit etwas, was wir beim letzten Mal kurz angesprochen haben, beim Minimalspannbaumproblem. Haben alle Lösungen, alle Bäume dieselbe Kantenzahl, nämlich Anzahl Knoten minus 1. Während Sie hier schon sehen, je nachdem wie Sie die Drähte verlegen, ergeben sich durchaus unterschiedliche Kantenzahlen für die einzelnen Lösungen. Gut, aber das will ich nicht weiter fortführen. Ein weiteres sehr grundlegendes und für die Praxis sehr wichtiges Problem ist Mengenüberdeckung eigentlich. Hier stellen Sie sich zum Beispiel illustrativ folgendes Szenario vor. Sie sind ein großer Anbieter so ein großer Paketdienst, sowas in der Form. In irgendeinem Land sind Sie ansässig und Sie wollen jetzt nach Deutschland. Sie wollen Deutschland aufrollen. Nehmen eine ganze Menge Geld in die Hand, Millionen, Milliarden, keine Ahnung, was dafür notwendig ist, um jetzt flächendeckend wie nennt man das hier bei den Paketdiensten, also solche Zwischenlager, Paketlager, Auslieferungslager zu platzieren. Jedes Auslieferungslager
das Sie aufbauen wollen, hat einen gewissen Umkreis, hat überdeckt eine gewisse Menge von Kunden, von Deutschen, von Hausadressen. Und natürlich wollen Sie Werbung damit machen, dass Sie jeden Kunden erreichen, jeden Menschen in Deutschland erreichen können mit Ihrem Paketservice. Das heißt also, Sie müssen die Paketstationen, die Auslieferungsstationen, von denen die LKWs aus losfahren, müssen Sie so in Deutschland verteilen, dass jede einzelne Wohnadresse in Deutschland in Reichweite, in dem definierten Umkreis um eine dieser Paketstationen ist. Aber natürlich wollen Sie die Kosten minimal halten, das heißt, Sie wollen so wenig wie möglich Paketstationen bauen. Aber trotzdem, durch die Umkreise, durch die Reichweiten jeder Paketstation jeden Kunden in Deutschland erreichen. So, was hat das jetzt mit der Problemstellung zu tun, die wir hier sehen? Die Grundmenge, das sind sämtliche Kunden in Deutschland oder sämtliche Wohnadressen in Deutschland plus Firmenadressen und so weiter, wo immer Sie hinliefern wollen. Das ist die Grundmenge G. Und diese Teilmengen, das sind im Grunde die möglichen Positionen, die möglichen geografischen Positionen, die in Frage kommen, wo Sie ein Auslieferungslager hinbauen. Das Einzige, was uns an diesen Positionen bei diesem Optimierungsproblem interessiert, ist, wen wir damit alles erreichen. Welche Wohnadressen, welche Firmenadressen wir damit alles erreichen. Und das sind die Teilmengen. Jede mögliche Lokalisation eines solchen Auslieferungslagers ist eine solche Möglichkeit, dargestellt durch die Menge aller Kunden, die von diesem Lager aus beliefert werden können. So, jetzt wollen wir möglichst kleine Anzahl von Stationen haben. Die Problemstellung kann man hier natürlich noch verkomplizieren, indem man hineinbringt, dass die einzelnen Möglichkeiten, Stationen zu platzieren, natürlich nicht gleich teuer sind. Das macht die Sache nur noch schwieriger, aber schon in dieser einfachen Form ist die Problemstellung endlich schwer. Und wir wollen, dass jede einzelne Wohnadresse, jede einzelne Firmenadresse in Deutschland in so einer Teilmenge enthalten ist. So wollen wir die Teilmengen, sprich die Stationen, die Lokalisationen auswählen. Das kann man in zwei verschiedenen Varianten machen. In dem Beispiel, in dem Anwendungsbeispiel, das ich jetzt genannt habe, wollen wir natürlich, dass jeder Kunde in mindestens einem dieser Umkreise ist. Ich habe nur, weil es in der Theorie eine gewisse Rolle spielt, bei theoretischen Betrachtungen auch noch den Fall mit aufgeführt. Man kann die Problemstellung auch so formulieren, die einzelnen Stationen sollen so gewählt werden, dass jeder Kunde in genau einem Umkreis drin ist, um eine Station herum, ist aber hier in dem illustrativen Beispiel nicht von Bedeutung, würde ich sagen. Ja? Also wir haben jetzt schon eine ganze Reihe von sehr, sehr praktisch relevanten Problemstellungen gesehen, die in diesem Sinne NP-schwer sind. Und wir werden noch darauf kommen, was das eigentlich heißt. Jetzt noch eine weitere letzte Problemstellung, die ich einführen möchte, ohne einen Anwendungshintergrund. Auch dafür gibt es Anwendungshintergründe, beispielsweise in der Verarbeitung von natürlicher Sprache, Textverarbeitung, Textverstehen, taucht diese Problemstellung öfters mal auf, aber auch in vielen anderen Kontexten. Ich habe die jetzt hier nur eingefügt, weil wir sie bei den mathematischen, theoretischen Betrachtungen später ganz gut verwenden können. Was ist die Problemstellung? Können wir uns in einem Bild ansehen. Das hier ist ein ungerichteter Graph, wie eh und je. Und das, was Sie hier grau unterlegt sehen, ist eine Clique.
So heißt das in der Literatur dazu, hat sich irgendwie ergeben, dass sowas eine Clique heißt. Was ist eine Clique? Das ist eine Menge von Knoten im Graphen, die jeweils paarweise miteinander verbunden sind. Also diese vier Knoten, die in diesem grau unterlegten Bereich sind, sind paarweise miteinander verbunden. Diese drei Knoten zum Beispiel wären auch eine Clique. Die sind paarweise miteinander verbunden. Oder diese drei Knoten wären eine Clique. Oder diese drei Knoten wären eine Clique. Diese zwei Knoten sind auch eine Clique, paarweise miteinander verbunden, trivialerweise. Und einelementige Knotenmengen nimmt man auch als Cliquen. Aber die größte von den allen ist die grau unterlegte. Diese wollen wir, oder so eine, es kann ja mehrere von der gleichen Größe geben, so eine Clique von maximaler Größe wollen wir in einem Graphen finden. Sieht einfach aus, denke ich mir, ist aber auch wieder NP schwer. Und die andere Variante, die ich hier hatte, so, gehen wir nochmal zurück, Clique, unabhängige Menge. Eine Clique ist eine maximale Auswahl, das, was wir eben grau unterlegt gesehen haben, von Knoten, die paarweise miteinander verbunden sind, das haben wir gesehen. Was wir noch nicht gesehen haben, sind die unabhängigen Mengen, das sind Auswahlen von Knoten, die paarweise nicht verbunden sind. Ich will versuchen, da mal was zu zeigen. Also, wenn ich diesen Knoten hier hernehme und beispielsweise diesen Knoten und diesen Knoten hier unten, dann sind diese drei Knoten paarweise nicht miteinander verbunden. Es gibt keine Kante zwischen diesen drei Knoten. Das ist eine unabhängige Menge. Wie groß können wir die unabhängige Menge gestalten? Ich sehe, glaube ich, eine unabhängige Menge der Größe 4. Wenn ich diesen Knoten hernehme und diesen mittleren Knoten hier, die sind nicht miteinander verbunden, und diesen Knoten hier und diesen Knoten hier, 1, 2, 3, 4, paarweise nicht durch Kanten verbunden, ist eine unabhängige Menge der Größe 4, und ich glaube nicht, dass hier noch eine unabhängige Menge von größerer Größe als 4 möglich ist. Halte ich eigentlich für ziemlich ausgeschlossen. Ja, bin ich mir sicher. So, das sind die Problemstellungen, mit denen ich Ihnen erst einmal dieses Thema NP-schwere algorithmische Problemstellungen näher bringen wollte. Und jetzt gehen wir drauf los. Was heißt das? So, was heißt schwer? Das habe ich Ihnen schon gesagt. Wir können, egal was Sie sich vorstellen, egal was Sie an Algorithmus basteln und mir vorlegen, ich werde sicherlich in der Lage sein, Beispiele zu konstruieren, bei denen Ihr Algorithmus mehr Zeit braucht als eine Kaffeepause, mehr Zeit braucht als ein Jahr, mehr Zeit braucht als das Universum, falls die Physiker mit ihren Schätzungen recht haben. Also natürlich, wenn die Physiker generell Unrecht haben und das Universum unendlich lange dauert, dann ziehe ich natürlich diese Aussage zurück. Von moderater Größe, das hatte ich eben beim TSP, beim Handlungsreisenproblem schon gesagt, mit 50 bis 100 Knoten sind wir dabei. So, darum, um diesen ersten Punkt geht es in diesem Foliensatz, um diesen Punkt geht es dann im nächsten und letzten Foliensatz, zu dem wir heute sicherlich nicht kommen werden und nächstes Mal wahrscheinlich auch noch nicht kommen werden, nämlich, wenn wir solche Problemstellungen haben, die so schwer sind, aber so praxisrelevant sind, dann wollen wir natürlich irgendwie das Beste daraus machen. Wie kann man das Beste daraus machen? Das werden wir im Foliensatz zu algorithmischen Konzepten ansatzweise sehen. Und wenn Sie das Thema weiter interessiert, lade ich Sie gerne ein zur Vorlesung Optimierungsalgorithmen in jedem Wintersemester bei mir, wo es genau darum geht, um diesen Spiegelstrich hier, der jetzt gelb unterlegt ist. Also gelb auf dem Laptop, Beamer, so ein schmutziges Grün. So, jetzt werden wir in diesem Foliensatz uns wieder ein bisschen
ins logische Denken hinein vertiefen müssen. Wir werden jetzt nicht groß rechnen müssen, wir werden logisch denken müssen. Und zwar in einer relativ komplexen Art und Weise. Man hat in den 60er Jahren und auch Anfang der 70er Jahre intensiv an dieser Fragestellung herumgebastelt und ist mit der Zeit bescheiden geworden. So bescheiden, dass man sagt, naja, wir wären ja schon zufrieden, wenn wir einen Algorithmus finden würden, dessen asymptotische Komplexität polynomiell ist. Also halt durch n hoch 2, n hoch 3, n hoch 4, n hoch irgendwas abschätzbar ist. Ja. Das ist ja schon schlimm genug. N hoch 725, n hoch 1 Million. Ja. Wir wären ja schon mal zufrieden. Es wäre ein Durchbruch, wenn wir für ein Problem wie den Handlungsreisenden-Problem einen Algorithmus mit n hoch 1 Million Komplexität rauskriegen könnten. Haben wir nichts gefunden, gar nichts gefunden. Also selbst das ist erstmal unklar, ob es so einen Algorithmus gibt. Ja, alles, was man gefunden hat, war 2 hoch n oder n Fakultät, alles viel, viel schlimmer, was wir gesehen haben, viel, viel schlimmer als polynomiell. Und man ist dann dazu gekommen, dass wir noch einen Schritt zurückgehen müssen, um an diese Problemstellung ranzukommen. Also das Problem jetzt in diesem Termin und mindestens nächsten Termin, vielleicht auch übernächsten, weiß ich noch nicht, wird sein, dass wir einen länglichen Gedankengang haben, wo verschiedene Aspekte zusammenkommen werden. Ich werde mich bemühen, diese verschiedenen Aspekte dann immer zusammenzusammeln, aber das Ganze zu einem Gesamtbild in Ihrem Kopf zusammenzufügen, da müssen Sie dann auch einiges an Arbeit leisten. Und da kann ich nur raten, dass Sie die Anteile, die ich hier jeweils bis zum Ende jedes Vorlesungstermin schaffe, dass Sie die nochmal versuchen zu rekapitulieren und vielleicht auch schon mal ein bisschen vorwärts schauen, wie es dann im nächsten Vorlesungstermin weitergeht. So, was man sich dann überlegt hat, ist, vielleicht gar nicht mal zu schauen, polynomiell eine Lösung finden, sondern polynomiell eine gegebene Lösung verifizieren, also feststellen, dass eine gegebene Lösung, ein gegebener Output in Polynomialzeit überprüfen, ob dieser gegebene Output tatsächlich ein korrekter Output für die eine korrekte Lösung für die Problemstellung ist. So, jetzt haben wir hier schon eine ganze Menge Baustellen. Polynomielle Laufzeit oder polynomielle Komplexität, was ja natürlich dasselbe gemeint. Was ist das? Polynomielle Laufzeit. Haben wir bis jetzt erstmal so gesagt, naja, wir kennen das bei Bellman-Ford, n hoch 4. Das ist immer noch polynomiell, weil der Exponent fest ist, die 4, nur die Basis, da kommt das n mit hinein. Im Gegensatz etwa zu 2 hoch n, was exponentiell wäre. So, wir haben schon immer wieder gesehen, asymptotische Laufzeit abhängig von Eingabeparametern. Beispielsweise bei unseren ganzen Graphenalgorithmen, kürzeste Pfade oder minimal spannende Bäume, Knotenzahl war ein Parameter, Kantenzahl war der andere Parameter. Und die asymptotische Komplexität war eine Funktion in der Knotenzahl und in der Kantenzahl. Anderes Beispiel war Stringmatching. Da war die asymptotische Komplexität in 2 Parametern erstmal beschrieben, nämlich die Länge des großen Strings. Das ist der eine Parameter, die Länge des kleinen Strings, der in dem großen String gesucht wird, war der andere Parameter. Und wir haben dann noch einen Algorithmus gesehen, nämlich mit dem finiten Automaten, bei dem wir noch einen dritten Parameter in der asymptotischen Komplexität drin hatten, nämlich die Größe des Alphabets, Sigma.
auf dem die Strings definiert sind. Ja, also diesen ersten Punkt, den haben Sie jetzt oft genug gesehen. Und können mit den Hinweisen, die ich eben gegeben habe, zu konkreten Beispielen, können es gerne nochmal sich unmittelbar vergegenwärtigen. Das ist aber ein bisschen unhandlich. Ja, Sie haben dann die Graphenprobleme, Sie haben Stringprobleme, irgendwie ist die Situation da und da und da, überall ein bisschen anders. Das ist natürlich, um theoretisch, mathematisch damit umzugehen, ein bisschen unhandlich. Deshalb ist man einen Schritt weitergegangen und hat gesagt, wir drücken das Ganze, die Größe einer Eingabe, nicht mehr mit mehreren Parametern aus, mit der Kantenzahl und der Knotenzahl des Graphen, sondern nur mit dem, was sich insgesamt an Größe ergibt für die Eingabe, die Inputgröße, wo Sie bei jeder Zahl, denken Sie an die Klasse Big Integer von Java, in Java Lang oder in Java Util, weiß ich jetzt nicht, ich glaube in Java Lang, oder? Ist auch egal. Denken Sie an diese Klasse Big Integer, die beliebig groß werden kann, aber die Größe ist logarithmisch. Durch die typische binäre Codierung bekommen Sie logarithmische Größe. Irgendwelche anderen Variablen wie Char oder Boolean zählen dann entsprechend immer natürlich nur als 1. Alle Char-Werte in Java etwa sind wie viel? 16 Bit, 2 Byte groß in Unicode. Und wenn Sie ein Array haben, von Int beispielsweise, dann ist die Inputgröße für dieses Array natürlich so groß, wie dieses Array Komponenten hat, asymptotisch. Bei linearen Listen, Strings und so weiter natürlich dasselbe. Aus diesen Bestandteilen können Sie sich also hernehmen, wie groß ist ein Input. Und das ist sozusagen die Basis, in der wir nicht mehr, wie wir es bisher kennengelernt haben, in verschiedenen mehreren Parametern, sondern noch in einem Parameter, in dem diese ganzen einzelnen Parameter verarbeitet sind, in einem einzigen Parameter der Eingabegröße die asymptotische Komplexität ausdrücken. Für unsere Fragestellung und für unsere ganz bescheidene Fragestellung, ob es einen Algorithmus von polynomieller Laufzeit gibt oder nicht, oder ob alle möglichen Algorithmen exponentiell schwer sind oder was auch immer, dafür reicht es, diese ungenaue Größenordnung herzunehmen. Ja, wenn Sie genauer wissen wollen, beim Algorithmus von Dijkstra, was ist jetzt die Komplexität, m plus n mal Logarithmus von n und so weiter und so fort, da müssen Sie natürlich genau hinschauen und die asymptotische Komplexität in mehreren Parametern ausdrücken. Aber für unsere ungenaue Problemstellung müssen Sie das in einer einzigen, reicht es, wenn wir das in dieser einen einzigen Größe alles zusammen mixen. Gut. Vergessen wir das erst einmal noch mal ganz kurz hier. Natürlich nicht ganz vergessen, aber soweit schieben wir es bei uns in unser Gehirn erstmal in den Hintergrund. Ich habe ja gesagt, wir müssen uns mehrere verschiedene Dinge ansehen, die sich dann zusammenfügen werden. Wir gucken uns jetzt was anderes an. Wir haben grundsätzlich verschiedene Arten von algorithmischen Problemen. Wir haben zum Beispiel Entscheidungsprobleme. Ja, also was könnte ein Entscheidungsproblem aus der Praxis sein? Hat das Jahr X einen Schalttag? Ist das Jahr X ein Schaltjahr oder nein? Wäre ein Entscheidungsproblem. Beziehungsweise alles, wo wir alle Methoden, die wir bisher hatten, wo der Rückgabetyp Boolean war, alle diese Methoden implementieren Entscheidungen, also Lösungen für Entscheidungsprobleme. Dann gibt es Konstruktionsprobleme. Beispielsweise beim handlungsreisenden Problem
Finde irgendeine Rundreise auf den Punkten, egal wie lang oder wie kurz die ist. Ja, oft genug reicht uns das, oder oft genug müssen wir bescheiden sein und zufrieden damit sein, dass irgendeine Lösung gefunden wird. Ich denke beispielsweise an das Thema Stundenplanerstellung an der TU Darmstadt. Ja, welche Lehrveranstaltung ist zu welchem Termin in welchem Raum? Ja, da können wir angesichts der Raumkapazitäten, müssen wir bescheiden sein und mit irgendeiner Lösung mehr oder weniger zufrieden sein, unter den Rahmenbedingungen etwa, dass sie nicht laut Lehrplan, laut Regelstudienplan, die AOD und eine andere Lehrveranstaltung im zweiten Fachsemester dann zu überlappenden Zeiten haben. Und natürlich auch unter den Rahmenbedingungen, dass die Hörsäle nicht zu klein sind, dass beispielsweise die AOD nicht eingebucht wird in einen Seminarsaal mit 20 Plätzen oder so etwas. Ja, da ist an Optimierung gar nicht zu denken, weil das Problem, irgendeine Lösung zu finden, schon schwer genug ist. Andere Variante, die man seltener findet, ist, alle guten Lösungen zu finden. Eine Problemstellung, bei der es in diese Richtung geht, ist etwa Fahrplanauskunft bei der Deutschen Bahn. Da wollen Sie ja nicht nur eine Lösung bekommen, sondern Sie wollen, wenn es geht, alle in Frage kommenden, zumindest die guten Lösungen, gute Verbindungen bekommen. Unter den Rahmenbedingungen, die Sie angegeben haben, von wo nach wo, zu welchem Zeitpunkt, an welchem Tag, mit Fahrradmitnahme und so weiter und so fort. Und was wir jetzt meistens betrachtet haben hier ist Optimierung. Denken Sie an kürzeste Wege. Wir wollen nicht irgendeinen Pfad von A nach B haben. Wir wollen einen kürzesten Pfad von A nach B haben. Wir reden immer dann von einem Optimierungsproblem, wenn da ein Superlativ drin ist. Ein kürzester Pfad, ein längster Pfad, ein Spannbaum minimaler Gesamtlänge, kleinster Gesamtlänge, immer ein Superlativ oder eben mit möglichst billig, möglichst teuer, möglichst kurz, möglichst lang und so weiter. Das sind Optimierungsprobleme, das, was wir meistens hier jetzt gesehen haben. So, ist eigentlich nichts Schwieriges an dieser Stelle, nicht? Diese verschiedenen Arten von Problemstellungen. Der wichtige Punkt ist, das ist ja offensichtlich die einfachste Art von Problemstellungen. Diese Problemstellungen unterscheiden sich immer im Output. Hier beim Entscheidungsproblem nur ein Boolescher Output, beim Konstruktionsproblem irgendeine Lösung, beim soll rausgegeben werden, beim Aufzeichnungsproblem sollen alle Lösungen rausgegeben werden, beim Optimierungsproblem wieder nur eine Lösung, aber dafür eine möglichst gute. Das ist der Unterschied. Und wir werden uns das Leben einfacher machen, so ähnlich wie bei den unteren Schranken eben beim Sortieren, indem wir nicht die Problemstellungen, wie sie herkommen, betrachten, sondern nur die auf Entscheidungsprobleme zurückführen. Und zwar nach folgender Art: Wir leiten Entscheidungsprobleme aus den anderen Problemstellungen ab, also die Aufzählungsprobleme, die vergessen wir. Wir betrachten Konstruktionsprobleme, Sortieralgorithmen konstruieren eine sortierte Reihenfolge und wir betrachten Optimierungsprobleme, kürzeste Pfade beispielsweise, Aufzählungsprobleme interessiert und habe ich hier nur der Vollständigkeit halber mit aufgezählt. So, wenn Sie ein Konstruktionsproblem haben, beispielsweise Stundenplanerstellung an der TU Darmstadt, wie wir es eben gesagt haben, dann ist das zugehörige Entscheidungsproblem, das daraus abgeleitet ist, schlicht und einfach die Boolesche Frage: Gibt es eine Planung überhaupt? Können wir die ganzen Lehrveranstaltungen an der TU Darmstadt überhaupt in die vorhandenen Säle einbuchen? Unter den Rahmenbedingungen, die Säle dürfen nicht zu klein sein für die Einzellehrveranstaltungen, es soll keine zeitliche Überschneidung geben, gemäß Regelstudienplan, geht das überhaupt? Das ist das Entscheidungsproblem, das sich aus dem Konstruktionsproblem ableitet. Und bei einem Optimierungsproblem
Ein Optimierungsproblem können wir auf ein Konstruktionsproblem, daraus können wir ein Konstruktionsproblem ableiten. Denken Sie etwa an das Handlungsreisendenproblem von eben, gegeben Punkte in der Ebene. Finde einen möglichst kurzen Streckenzug, der alle diese Punkte miteinander verbindet. Das zugehörige Konstruktionsproblem wäre, dass ich noch eine Maximallänge angebe, wie lang der Streckenzug sein darf, in Metern, Kilometern, was auch immer, ist vollkommen egal. Und die Aufgabe besteht jetzt darin, eine Lösung zu finden, die mindestens, man kann es auch variieren mit höchstens, die mindestens diesen Wert K hat. Also mindestens so viel Profit, höchstens so viel Kosten, höchstens so viel Länge bei dem Rundreiseproblem. Warum mache ich diesen ganzen Blödsinn hier? Also es ist natürlich kein Blödsinn, sondern es ist eine der größten Errungenschaften der Informatik überhaupt, als Informatik als Wissenschaft und nicht nur als Profession. Warum kümmern wir uns jetzt um diese verschiedenen Problemstellungen hier und noch darum, dass wir auf einem Konstruktionsproblem ein Entscheidungsproblem ableiten können und aus einem Optimierungsproblem noch ein Konstruktionsproblem und damit natürlich aus einem Optimierungsproblem auch noch indirekt über dieses Konstruktionsproblem ein Entscheidungsproblem. Denn natürlich können wir dieses Konstruktionsproblem auch zu einem Entscheidungsproblem noch weiter ableiten. Gibt es eine Lösung mit Wert mindestens bzw. höchstens K? Warum mache ich das? Das ist in diesem Punkt hier ganz unten. Nämlich, wenn das Entscheidungsproblem, das ich so abgeleitet habe, schon schwer ist, dann ist das Konstruktionsproblem, aus dem ich das Entscheidungsproblem abgeleitet habe, auch schwer. Nicht leichter, eher noch schwerer oder gleich schwer, aber nicht leichter. Und genauso, wenn das Konstruktionsproblem schon schwer ist, dann ist auch das Optimierungsproblem, aus dem ich das Konstruktionsproblem abgeleitet habe, mindestens genauso schwer. Denn wenn ich das Konstruktionsproblem lösen kann mit einem Algorithmus, habe ich auch das Entscheidungsproblem gelöst. Ich kann ja hinterher die Frage beantworten, ob es eine Lösung gibt oder nicht. Ja? Das Konstruktionsproblem lösen heißt, entweder es wird eine Lösung konstruiert oder es geht die Nachricht raus, nein, es ist keine Lösung möglich. Ja, Stundenplanerstellung, entweder wird ein Stundenplan erstellt oder der Algorithmus gibt die Antwort aus, nein, es ist keine Stundenplanerstellung möglich. Weil die Bedingungen alle sich gegenseitig letztendlich widersprechen, der Lösungsraum ist leer. Das heißt also, jeder Algorithmus für das ich kann das Ausgangsproblem nicht einfacher lösen als das Entscheidungsproblem. Das Konstruktionsproblem kann ich nicht einfacher lösen als das Entscheidungsproblem. Und das Optimierungsproblem kann ich nicht einfacher lösen als das Konstruktionsproblem. Ist ja auch logisch, nicht? Die Anforderungen steigen ja. Konstruktion heißt ja mehr als entscheiden und optimieren heißt mehr als konstruieren. Und das bedeutet, wir können uns beschränken auf Entscheidungsprobleme. Wir brauchen uns Konstruktionsprobleme, die Art von Problemen, mit der wir insbesondere zu tun hatten, Konstruktionsprobleme, Optimierungsprobleme, brauchen wir uns überhaupt nicht zu befassen. Es reicht, dass wir uns mit Entscheidungsproblemen befassen, mit einem Problem, bei denen der Output wahr oder falsch ist. So, jetzt haben wir zwei Bausteine gebaut, erstmal eingebaut. Was haben wir hier? Wir hatten erst einmal den Baustein polynomielle Laufzeit. Wir haben gesagt, wir sind ja bescheiden, alles was polynomielle Laufzeit ist, ist jeder Algorithmus, der polynomielle Laufzeit hätte fürs Handlungsreisenproblem oder die anderen Probleme, wäre ja schon mal ein gigantischer Fortschritt gegenüber allem, was man bisher weiß. Ist immer noch nicht toll, n hoch 1 Million ist ganz und gar nicht toll, aber es wäre besser als alles, was man bisher gesehen hat.
asymptotisch. Und wir haben jetzt hier gesehen verschiedene Arten von Problemen und wir können uns beschränken auf Entscheidungsprobleme. Wir können unsere ganze weitere Theorie basieren auf Entscheidungsproblemen und können Konstruktionsprobleme und Optimierungsprobleme vergessen. Nächster Baustein. Ein Baustein, der Ihnen aus der Praxis oder beziehungsweise aus dem täglichen Leben durchaus in gewisser Weise bekannt ist, Zertifikate. Vielleicht gehe ich da erst einmal zu Beispielen. Hier zum Beispiel Checksumme ist ein Zertifikat. Wenn Sie eine Information übermitteln, denken Sie, oder noch einfacher, auf jedem Buch, auf dem Buchcover haben Sie eine eindeutige ISBN-Nummer, die dieses Buch eindeutig identifiziert. Und da ist immer ein Buchstabe, eine Ziffer dabei, die überflüssig ist eigentlich, die redundant ist, wo eine Checksumme drin steht. Eine zusätzliche Information, die nochmal verifiziert, dass die eigentliche Information ohne diese zusätzliche Ziffer korrekt ist. Oder ein anderes Beispiel, mit dem Sie sicherlich zu tun hatten, ist in Ihrer IBAN drin. Sie wissen, was die IBAN ist? Das ist die eindeutige Identifikation eines Kontos im europäischen Raum. Sie haben sicherlich solche IBANs schon gesehen, IBAN geschrieben als Abkürzung. Da kommen zuerst zwei Buchstaben, das ist das Länderkürzel, bei uns DE für Deutschland. Dann kommen zwei Ziffern. Dann kommt Ihre Bankleitzahl. Möglicherweise kommen dann noch ein paar Nullen und dann kommt Ihre Kontonummer. Sie wissen, wovon ich rede? Wenn Sie eine IC-Karte haben, schauen Sie drauf, dann sehen Sie die IBAN. So, jetzt habe ich zwei Ziffern direkt nach der Länderkennung ausgelassen. Das ist die Checksumme. So, wenn Sie jetzt die IBAN irgendwo eintippen oder auf einen Überweisungsträger raufschreiben oder auf Ihre Rechnung raufschreiben, wenn Sie eine Rechnung stellen, dass jemand anderes bitte auf diese IBAN den Rechnungsbetrag transferiert, dann spielen diese beiden Ziffern natürlich eine sehr, sehr wichtige Rolle, obwohl sie redundant sind oder gerade weil sie redundant sind. Ja, also wie leicht kann es passieren, dass mal irgendwo eine Kleinigkeit falsch läuft? Ja? Sie haben von einer Rechnung, die Sie bekommen, die Sie bezahlen sollen, sehen Sie, die IBAN ist nicht richtig ordentlich abgedruckt. Da steht eine 1 und Sie lesen eine 7 oder da steht eine 6 und Sie lesen eine 8 oder da steht eine 0 und Sie lesen eine 8 oder solche Sachen, nicht? Oder Sie tippen ein und haben Zahlendreher drin. Passiert sehr häufig. Solche Sachen. Oder Übermittlungsfehler auf elektronischem Wege. Kann auch passieren. Dann greift die Checksumme, nämlich, dass der Empfänger die empfangene Bank prüft, ob die Checksumme und der Rest von der IBAN zusammenpassen. Und wenn nein, gibt es eine Fehlermeldung, der Transfer findet nicht statt. Das ist der Sinn und Zweck einer Checksumme, hat aber ein kleines Problem. Sie haben für die Checksumme ja nur zwei Ziffern. Und die Rest der Informationen sind so und so viele Ziffern plus die Länderkennung. Das heißt, theoretisch erst einmal kann es in jedem hundertsten Fall im Durchschnitt sein, dass die Checksumme stimmt, also genau gesagt in jedem 97. Fall aus gewissen Gründen, aber so theoretisch in jedem hundertsten Fall kann es passieren, dass die Checksumme stimmt, obwohl ein Fehler drin ist. Die Wahrscheinlichkeit ist deutlich geringer als 1 zu 100, weil diese Checksummenberechnung so stattfindet, dass die üblichen Fehler entdeckt werden. Ja, was ich eben gesagt habe, eine falsche Ziffer oder ein Zahlendreher. Solche Sachen werden
durch die Checksummenberechnung entdeckt. Aber rein theoretisch kann es passieren, dass eine falsche IBAN trotzdem die richtige, dass da trotzdem die Checksumme richtig zusammenpasst. Ja, es ist nicht ganz lückenlos. Hier den zweiten Punkt sehen Sie im Bereich Kryptographie, also wenn Sie etwa Einführung in IT-Sicherheit belegen oder darauf aufbauende Veranstaltungen auch. Sie wissen ja, es gibt die Möglichkeit auf Basis von Kryptographie, dass Sie einen öffentlichen Schlüssel irgendwo hinterlegen, haben sicherlich viele von Ihnen gemacht schon, und Sie können dann Nachrichten, verschlüsselte Nachrichten an andere Leute senden, und mit diesem öffentlichen Schlüssel können diese Nachrichten dann entschlüsselt werden und damit ist bewiesen, Sie sind der Absender und niemand sonst. Solche Sachen, nicht? Das ist dasselbe im Prinzip. Sie haben auch wieder ein Zertifikat in Form dieses öffentlichen Schlüssels, der mit dem, wie bei der Checksumme, Sie nehmen die eigentliche Botschaft, die eigentliche Information und die Checksumme dazu. Der Algorithmus zum Verifizieren nimmt die beiden zusammen und prüft beides zusammen, ob es zusammenpasst, und sagt dann ja, wenn es zusammenpasst, und sonst nein. Auch hier wieder rein theoretisch natürlich die Möglichkeit, dass es zufällig doch zusammenpasst, obwohl Sie nicht der Absender waren, obwohl jemand anders der Absender war, aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist so astronomisch gering. Im Gegensatz zum Thema IBAN, die Wahrscheinlichkeit dafür ist so astronomisch gering, dass man sie zu allen praktischen Zwecken eigentlich ausschließen kann. Auch hier bei der IBAN kann man sie, wie gesagt, praktisch eigentlich ausschließen, weil die üblichen Fehler, die gemacht werden, werden entdeckt durch die Checksummenberechnung. So, das ist das Prinzip von Zertifikaten. So haben Sie Zertifikate, in dieser Logik haben Sie sie im täglichen Leben kennengelernt, und so lernen Sie das Ganze nochmal dann in der IT-Sicherheit. So, was ist also ein Zertifikat? Ein Zertifikat ist eine zusätzliche Datensequenz, die Checksumme zum Beispiel oder der öffentliche Schlüssel in diesen beiden Beispielen. Und so dass Sie für jeden korrekten Input, eine korrekte IBAN etwa, die übermittelt worden ist, so dass der Prüfalgorithmus für einen korrekten Input und korrektes Zertifikat dann tatsächlich Ja sagt. Wir haben hier diese Asymmetrie drin, dass für einen inkorrekten Input immer noch eine kleine Restwahrscheinlichkeit sein kann, dass er ja, der Prüfalgorithmus Ja sagt, obwohl es inkorrekt ist. Abhängig von der Situation, wie gesagt, beim Beispiel Kryptographie, astronomisch geringe Wahrscheinlichkeit, dass sowas passieren kann. Aber wir haben prinzipiell diese Asymmetrie drin. Also zu bestätigen, dass das tatsächlich ein Ja-Input ist. So, das haben wir jetzt gesehen. Jetzt kriegen wir die Kurve. Ich habe jetzt nochmal ganz allgemein einen Begriff Zertifikat eingeführt, den Sie eben aus dem täglichen Leben kennen. Ist ja schön und gut, aber was hat das Ganze jetzt mit unserer Problemstellung zu tun? Wenn wir so etwas haben wie ein abgeleitetes Entscheidungsproblem, ja, aus einem Konstruktionsproblem oder aus einem Optimierungsproblem, abgeleitetes Entscheidungsproblem, ist die Lösung so etwas wie ein Zertifikat für einen Ja-Input, also wo es tatsächlich eine Lösung gibt. Also, was bedeutet das beispielsweise beim TSP? Wie kann man denn die Lösung beim TSP kodieren, eine Lösung? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, wie man eigentlich das Ergebnis zurückgibt, in welcher Form, in welcher Datenstruktur. Und eine einfache, kompakte Möglichkeit bei dem Rundreiseproblem, also
einen geschlossenen Streckenzug auf gegebenen Punkten in der Ebene zu finden. Eine Möglichkeit ist wieder als eine Reihenfolge der Punkte. In welcher Reihenfolge die Punkte angelaufen werden, das ergibt Ihnen sofort, wie der Streckenzug aussieht. Und wie prüfen, wenn jetzt eine Permutation gegeben ist, als Output, wie prüfen wir nach, ob das jetzt wirklich ein korrekter Output ist? Ja, was zeichnet eine Permutation aus? Sie zeichnet aus, dass jedes einzelne Element der Grundmenge, also jeder einzelne Punkt, den wir durchlaufen sollen mit dem Streckenzug, genau einmal vorkommt. Nicht einmal zu wenig und nicht einmal zu viel. Nicht doppelt und nicht unter den Tisch fallen lassen. Ja? Wenn ich meinen Rundtour, die der Algorithmus berechnet, als Permutation vom Algorithmus bekomme, kleinen Moment, wenn ich die als Permutation bekomme und ich stelle mir die Entscheidungsfrage, gibt es eine Rundtour mit höchstens 1000 Kilometern, dann kann ich gucken, ist das eine Permutation? Ja. Und ergibt es eine Rundtour von höchstens 1000 Kilometern? Und wenn, ja, ich kann ja einfach einmal entlang der Punkte gehen nach dieser Permutation, die ich rausbekommen habe. Und wenn das der Fall ist, habe ich ein Zertifikat? Ja. Das Entscheidungsproblem ergibt True. Es gibt Rundtouren von höchstens 1000 Kilometer Länge. Ich habe ja eine in der Hand. Bitte? Ja. Okay, die Frage war jetzt, also Sie betrachten jetzt nicht unseren abstrakten, einfachen Fall, dass Sie Punkte in der Ebene haben, sondern Sie betrachten den Fall, dass das tatsächlich Städte sind. Und Paris, was Sie eben genannt haben, ist ein gutes Beispiel. Wenn Sie innerhalb von Frankreich von irgendwo nach irgendwo schnell kommen wollen, egal ob mit der Bahn, ob mit dem Auto, dann werden Sie öfters mal über Paris fahren müssen. Also wir reden dann in dem Sinne nicht mehr von einer Rundtour. Das ist das, was ich gesagt habe. Das sind Verkomplizierungen des Problems. Ich hatte beim handlungsreisenden Problem zwei Beispiele genannt. Das eine Beispiel ist, dass wir Zeitfenster für bestimmte Punkte haben. Stichwort Pizza-Auslieferung. Das zweite Beispiel, was ich genannt hatte, war, dass bestimmte Punkte vor anderen Punkten angelaufen werden müssen. Ja, an einem Punkt wollen Sie was zuladen zu Ihrem LKW, bei einem anderen Punkt wollen Sie das dann wieder abladen. Das heißt, zum ersten Punkt müssen Sie zuerst und erst danach zu dem anderen. Sie haben jetzt noch eine andere mögliche realitätsnahe Verkomplizierung genannt, nämlich, dass wir jetzt ein Straßennetz zugrunde gelegt haben, wo es natürlich nicht möglich ist, jeden Punkt nur einmal anzufahren, sondern wo wir zentrale Punkte öfters anfahren müssen. Ja, stimme ich Ihnen zu. Diese Situation wäre dann eine etwas andere. Ich kann Ihnen gerne, wenn Sie wollen, können Sie sich das gerne mal überlegen zu Hause, wie sich dann die Überlegungen auf dieser Folie auf diesen Fall dann übertragen ließen. Ich meine, da würde es reichen, tatsächlich auch die Punkte, die Sie anfahren wollen, jeweils nur auszugeben. Die Zwischenpunkte, dass es nochmal über Paris gehen muss, können Sie auslassen. Sie können ja dann, wenn Sie die beiden Punkte haben, von A nach B geht es als nächstes in der Rundtour, können Sie ja den kürzesten Weg nochmal berechnen und stellen fest, ach, der geht auch schon wieder mal über Paris. Aber der Output kann dann weiterhin die Permutation sein. So. Es gibt aber auch eine andere Möglichkeit. Die Ausgabe muss nicht in Form einer Permutation sein beim Handlungsreisenproblem, sondern die Ausgabe könnte zum Beispiel vom Algorithmus als eine Auswahl aller Kanten irgendwie kodiert sein. Dann müssen Sie prüfen, ob das eine tatsächliche Rundtour ist, was der Algorithmus rückliefert. Erstens mal, in jeder Rundtour
Bei jedem einzelnen Knoten gibt es genau eine Kante, die diesen Knoten reingeht und genau eine Kante, die aus diesem Knoten rausgeht. Und Sie müssen, wenn Sie von einem Knoten losgehen und entlang dieser Kanten gehen, dann müssen Sie in genau n Schritten, n Knotenzahl zurück zum Start sein. Was hat es damit auf sich, mit diesem letzten Punkt? Mit diesem letzten Punkt hat es auf sich, die erste Bedingung hier, genau eine Kante in jeden Knoten rein, genau eine Kante aus jedem Knoten raus, die erlaubt noch solche Lösungen. Ja, sowas kann noch passieren, wenn man nur prüft, ob in jeden Knoten eine Kante reingeht und eine Kante rausgeht aus diesem Knoten, dann kann das immer noch zu so einem Krempel passieren. Aber wenn ich jetzt irgendwo starte und losgehe, bis ich wieder an diesem Knoten zurück bin, egal wo ich starte, hier, 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 dann sind das jeweils weniger als n Schritte, bis ich zum Startknoten, wo ich losgegangen bin, hinkomme. Also, wenn ich noch prüfe, ob ich in genau n Schritten zum Start komme, dann kann sowas nicht mehr passieren. Das Einzige, was passieren noch kann, was noch möglich ist, ist tatsächlich eine Rundtour auf diesen Knoten. So, lassen Sie das nochmal sacken, bis zum nächsten Mal, beziehungsweise lassen Sie es nicht sacken, rühren Sie es auf. Schauen Sie sich das nochmal an, was wir hier gemacht haben mit der Vorlesungsaufzeichnung, beziehungsweise mit dem thematischen Kurzvideo. Schnuppern Sie gerne schon mal ein Stück weiter. Versuchen Sie vielleicht sogar schon mal Fragen zu formulieren zu dem, was wir bis jetzt gesehen haben, beziehungsweise zu dem, was wir jetzt noch sehen werden. Und dann würde ich mich freuen, Sie etwas angenehmeren Mikroklima als heute um knapp 17 Uhr am Donnerstag morgens um 8 Uhr hier wieder treffen zu dürfen. Bis dann.